Entdecken Sie heute mit mir den kubanischen Zirkus, einen der besten der Welt. Zunächst stand er unter europäischem, dann unter amerikanischem und schließlich unter sowjetischem Einfluss. Doch die kubanischen Artisten verstanden es, das Beste aus diesen drei großen Zirkustraditionen zu ziehen und dabei einen ganz eigenen karibischen Stil zu erschaffen. Ich bin Sarah Schwarz und bin Zirkusartistin. Normalerweise stehe ich selbst in der Manege. Doch nun begebe ich mich auf eine Reise, um die Zirkusse der Welt zu erkunden. Meine Reise durch Kuba beginnt in Havanna, im Herzen des größten Archipels der Karibik. Im Lauf der Jahrhunderte vereinte der Inselstaat verschiedenste Volksgruppen indianischer, afrikanischer, europäischer und asiatischer Herkunft. Aus dieser Mischung ging eine einzigartige Kultur hervor. Die ersten, die den Zirkus ins Land brachten, sind die Spanier. Angespornt durch ihren Erfolg, kamen bald auch viele französische und italienische Zirkustruppen auf die Insel. Oft engagierten sie Kubaner, um sie auszubilden und in ihre Nummern einzubinden. So entstanden nach und nach die ersten einheimischen Truppen. Vor der Revolution von 1959 gab es in Kuba über 40 private Zirkustruppen, die meisten von ihnen Wanderensembles. Ab den 60er Jahren wurde der kubanische Zirkus verstaatlicht und die privaten Truppen verschwanden, um dann in einer einzigen Institution zu verschmelzen, dem kubanischen Nationalzirkus. Ich fahre raus aufs Land, um der Vorstellung des letzten kubanischen Wanderzirkus beizuwohnen. Hier im Dörfchen San Antonio de los Baños hat die Gruppe Carpa Azul ihr Zelt aufgeschlagen. In Kuba sind kulturelle Angebote als Folge der Verstaatlichung für jeden erschwinglich. Schließlich fehlt es der Bevölkerung an allem. Das Durchschnittseinkommen liegt bei nur 20 Euro im Monat. Wenn ein Zirkus irgendwo Halt macht, ist das ein echtes Event. Das ganze Dorf ist gekommen und wartet gespannt auf die Show. Im Zelt ist es 40 Grad heiß. Und wahnsinnig voll. Die Eintrittspreise haben Symbolcharakter. Trotz der Hitze im Zelt sind alle 2500 Sitzplätze ausverkauft. Die dargebotenen Nummern sind die großen Klassiker des traditionellen Zirkus. Doch in der Musik und im Hüftschwung offenbart sich ein durch und durch kubanischer Stil. Wie in den Zirkussen von früher ist die Stimmung kindlich ausgelassen. Höhepunkt der Show ist Emilio, der Feuerspucker. Seine Nummer basiert auf den Ritualen der Santeria, einer animistisch geprägten Religion, die sowohl afrikanische als auch katholische Einflüsse kennt. Dieser afrokubanische Kult wird auch auf Haiti und in Brasilien praktiziert.
Bravo, Bravo Emilio, du bist der Star der Show. Du hast wirklich das Zelt gerockt. Ich arbeite ja auch schon seit vielen Jahren als Feuerschlucker. Meine Nummer ist afrokubanisch. Sie steht für unsere kubanische Identität und unsere afrokubanische Religion. Mit diesem Kostüm repräsentiere ich Chango, eine afrokubanische Gottheit. Was ist die afrokubanische Religion? Im 16. Jahrhundert kamen afrikanische Sklaven nach Kuba. Unter der Herrschaft der Spanier war ihnen die Ausübung ihrer Religion untersagt. Sie durften ihre Gottheiten nicht offen verehren. Also nutzten sie die Feiertage der katholischen Heiligen, um ihre eigenen afrokubanischen Rituale abzuhalten. So entwickelte sich die Santería, die wir heute noch praktizieren. In der Santería bitten wir die Götter um Genesung, Gesundheit oder Wohlstand. Chango ist der Herr des Feuers und steht für Männlichkeit und Sinnlichkeit. Wie er wiege ich mich in den Hüften. Das gefällt den Frauen. Klar, die Frauen drehen durch bei deiner Nummer. Das gefällt mir. Kaum ist das Publikum gegangen, beginnen die Techniker schon mit dem Abbau des Zeltes. Ich begleite die Truppe Carpa Azul in einem Wawa, wie man die Busse hier auf Kuba nennt. Wir fahren in die Küstenstadt Mariel im Norden von Havanna. Wie früher in Europa ist die Ankunft des Zirkus ein Großereignis für die Einwohner, vor allem für die Kinder. Sie kommen herbeigelaufen, um beim Zeltaufbau zu helfen. Beltes ist die künstlerische Leiterin der Carpa Azul. Die 52-Jährige ist selbst Artistin und organisiert die Tourneen. Gefällt dir das Leben als Fahrende? Ja, es gefällt mir sehr. Aber man muss auch auf vieles verzichten. Ich bin seit 33 Jahren beim Zirkus. Und bei dieser Lebensführung eine Familie zu gründen, ist sehr schwer. Die beiden dort zum Beispiel sind ein Ehepaar. Sie machen alles gemeinsam. Einer unterstützt den anderen. Bei mir ist das anders. Ich bin Artistin, mein Mann aber nicht. Das macht das Ganze sehr schwierig. Aber ich liebe dieses Leben eben, auch wenn es kompliziert ist. Wo findest du deine Artisten? Der Nationalzirkus Cirecuba ist wie eine Firma. Er verfügt über ein Verzeichnis aller Artisten. Wenn einer ausfällt, weiß ich, wo ich Ersatz finden kann. Ich bin schon seit 33 Jahren dabei. Wir Zirkusartisten sind alle beim Staat angestellt. Die Vorstellung beginnt in wenigen Minuten. Beltes hat mir angeboten, daran mitzuwirken. 10 Monate im Jahr fahren Beltes, Emilio und die anderen Artisten kreuz und quer durch Kuba und versuchen so, die Tradition der Wanderzirkusse aufrechtzuerhalten. Seit über 50 Jahren ist die Insel politisch und kulturell isoliert. Nur wenige ausländische Artisten haben das Glück, hier auftreten zu dürfen. Für mich ist das ein großes Privileg. Thank you.
Die meisten kubanischen Artisten wurden in einer der unzähligen staatlichen und kostenlosen Artistenschulen des Landes ausgebildet. Engel der Zukunft ist eine von ihnen. Die Kinder hier stammen aus Havannas Arbeitervierteln. Kiko, ihr Gründer und seines Zeichens Clown und Trapezkünstler, unterrichtet seit über 20 Jahren. Alle Kinder, die an diesem Projekt teilnehmen, träumen davon, Zirkusartisten zu werden. Wir bereiten sie darauf vor und bringen ihnen die grundlegenden Techniken bei, damit sie später ihre Aufnahmeprüfung an der Nationalen Zirkusschule ablegen können. Aus diesem Projekt haben bisher 26 Teilnehmer den Sprung in die Zirkusschule geschafft und repräsentieren heute den kubanischen Zirkus auf internationaler Bühne. Viele kommen später zurück und bilden ihrerseits Kinder in ähnlichen Projekten aus. Es handelt sich um ein gemeinnütziges Projekt. Die meisten unserer Kinder und Jugendlichen kommen aus sozial schwachen Familien, sind verhaltensauffällig, Scheidungskinder oder stammen aus zerrütteten Familien. Durch die Zirkusarbeit helfen wir den Kindern, sich in das soziale Leben einzufügen. In Kuba genießt ein Artist heute das gleiche Ansehen wie ein Arzt oder Chirurg. Unsere Gesellschaft macht das möglich. In der kubanischen Gesellschaft sind alle gleich. Wie bist du zum Zirkus gekommen? Als Kind wohnten wir auf dem Dorf. Eines Tages kam ein Wanderzirkus in den Ort. Beim Aufbau des Zeltes legte ich mit Hand an, um mir einen Platz in der Abendvorstellung zu verdienen. Diese Vorstellung fesselte mich derart, dass ich ab diesem Moment bei jedem Zirkus, der kam, aushalf und dabei auch viele Artisten kennenlernte. Als ich etwa 7, 8 Jahre alt war, machte ich mich mit ein paar Kindern aus der Nachbarschaft daran, aus Säcken ein Zelt zu nähen. Wir stellten es auf und luden Kinder und Erwachsene ein, sich die Vorführung anzusehen. Damit begann meine eigentliche Leidenschaft für den Zirkus. Ich sagte mir, das ist mein Ding. Das will ich und dafür werde ich kämpfen. Wieso möchtest du Clown werden? Ich habe schon als kleines Kind davon geträumt, Clown zu sein. Ich habe immer alle zum Lachen gebracht. Hast du Lampenfieber wegen heute Abend? Nein, nicht besonders. Glück gehabt, ich habe immer Lampenfieber. Ich nicht. Ich bin ein glücklicher Clown. Es ist toll, die Leute zum Lachen zu bringen. Wollen wir ein bisschen proben? Los geht's. Ab den 60er Jahren bekam der kubanische Zirkus unter dem Einfluss sowjetischer Trainer eine feste Struktur und lief zu seiner Hochform auf. Heute zählen seine Artisten zu den Weltbesten und räumen bei internationalen Wettbewerben immer wieder Preise ab. In Kuba treten die talentiertesten von ihnen in der Compañía Habana auf, die ihr nagelneues Zelt mitten in Havanna aufgeschlagen hat. Trotz des tropischen Regens kommt das Publikum in Scharen, um der Crème de la Crème des kubanischen Zirkus zu applaudieren. Die Truppe besteht aus 25 erstklassigen Artisten, die im Durchschnitt gerade mal Mitte 20 sind. Die meisten von ihnen waren schon mit internationalen Zirkussen auf Tournee, wo sie die herausragende kubanische Schule präsentieren konnten.
Mehr als anderswo ist in Kuba der Zirkus eine Art Schaufenster und bietet jungen Kubanern die Möglichkeit, ihre Insel zu verlassen und von einem ausländischen Zirkus entdeckt zu werden. Die Vorstellung ist kurz, kaum 45 Minuten. Doch in dieser Zeit wird eine erstaunliche Abfolge von Akrobatiknummern geboten. Utensil zeugt noch von der einstigen Zusammenarbeit mit dem sowjetischen Zirkus, der russische Barren. Erstmals wurde dieses Gerät 1958 von einem sowjetischen Artisten verwendet. Bei dieser Nummer hängt das Leben der Akrobaten von der Koordination der Träger ab. Die Vorstellung endet mit einer der berühmtesten Nummern der Zirkusgeschichte, die heute allerdings fast vollständig aus der Manege verbannt wurde, da sie so gefährlich ist. Die Haarakrobatik. Kuba ist das einzige Land, in dem sie noch präsentiert wird. Dabei sind die beiden Artistinnen nur an ihren Haaren aufgehängt. Juan Carlos ist der künstlerische Leiter dieser spektakulären Show. Bravo! 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 Muy bien! Die Vorstellung ist sehr rhythmisch, kurz und jung. Uns gefällt das durchgängig schnelle Tempo der Show. Es zieht sich von Anfang bis zum Ende durch, ohne lange Pausen. Eines unserer Markenzeichen ist, dass unsere Artisten sehr jung sind. Deshalb können wir dieses Tempo auch halten. Sie mögen das. Die Show ist schnell, dynamisch und die Musik ist immer modern. Genau. Wir sind Kubaner und haben unsere kubanische Identität. Das ist es, was wir der Welt zeigen wollen. Wer wir sind, wie wir tanzen, wie wir uns ausdrücken, wie wir uns bewegen. Wir haben Rhythmus im Blut und dieser Rhythmus bestimmt unsere Art zu tanzen, die sich sicherlich von der Art in anderen Ländern unterscheidet. Das Publikum geht total mit. Das ist toll. Die Artisten der Truppe trainieren in einem alten Kino in Havanna. Unter dem amerikanischen Embargo hatte auch der Zirkus zu leiden. Doch seine Artisten haben, wie der Rest der kubanischen Bevölkerung, gelernt, sich durchzuschlagen. Die Bedingungen, unter denen hier trainiert wird, sagen einiges über den absoluten Leistungswillen der Artisten aus. Echt Rock'n'Roll. Ich spreche mit Janis, einer der Haarakrobatinnen. Ja.
Keine Sorge, ich werde bestimmt nicht fallen, so fest wie du ihn gezogen hast. Das tut weh. Wie lange dauern die Vorbereitungen insgesamt? Etwa 5 bis 10 Minuten für die Frisur. Dann folgt das Aufwärmen, vor allem des Halses. Und wir machen Dehnungsübungen, bevor wir anfangen. Wieso machst du deine Haare nass? Damit das Haar nachgibt. Wenn wir es nicht anfeuchten, kann das Haar brechen. Erst löst sich die Frisur, dann bricht das Haar. Man muss es gut pflegen. Man darf es nicht färben und auch keine Lotionen oder Ähnliches verwenden. Nichts. Verrückt, sich an den Haaren aufzuhängen. Wie kamst du dazu? Eigentlich habe ich diese Nummer aus Neugier gewählt, weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt. Und ich wollte dem Publikum eine anspruchsvolle Nummer vorführen. Ich dachte, sie wäre leicht, aber in Wirklichkeit erfordert sie höchste Konzentration. Du musst dich gegen einen Schmerz wappnen, von dem das Publikum nichts ahnt. Da heißt es, oh, ah, die Haare. Und dann fragen sie, tut das nicht weh? Oh ja, es tut weh, und zwar sehr. Aber sie sehen uns immer lächeln. Die Angst ist ständig dabei. Sie begleitet uns eigentlich fast die ganze Zeit. Entschuldigung. Bleib im Zentrum. Genial. Beim Sprung darfst du nicht so sehr federn. Nur ein bisschen, das reicht. Federe nicht so sehr in den Knien. Okay. Das ist ganz anders als Seiltanz. Die beiden Partner sind eine große Hilfe und der Barren ist auch viel breiter. Aber das Schwierige ist, dass man sehr hoch in die Luft katapultiert wird. Man fühlt sich eher wie auf dem Trampolin. Wenn du willst, versuch den Salto. Vamos. Das gleiche wie eben, nur die Arme in die Luft. Okay. Das Publikum erkennt nicht, wie wichtig die Träger sind. Ja, wir haben es nicht leicht. Das Publikum achtet normalerweise auf den, der springt. Wir stehen eher im Schatten. Aber deshalb ist unsere Rolle nicht weniger wichtig. Von uns hängt das Leben der Springer ab. Wir müssen auf sie Acht geben und für perfekte Synchronität sorgen. Bei jedem Sprung, bei jeder Übung. Denn Akrobatik funktioniert nie ganz exakt. Als Träger braucht man einen bestimmten Charakter. Es war schon immer mein Wunsch, eine Zirkuskunst zu erlernen. Dann wurde ich an der Nationalen Zirkusschule hier in Kuba aufgenommen. Vom Körperbau her war ich nicht besonders geeignet für akrobatische Sprünge. Aber meine Lehrer standen mir mit Rat und Tat zur Seite und machten aus mir einen recht zuverlässigen Träger. Ich bin zwar nicht der, der am meisten bejubelt wird oder die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber bisher gefällt mir meine Arbeit ausgezeichnet. Und ich habe damit Erfolg. Hier endet meine Reise durch Kuba. Eine Art Zeitreise durch ein Land, in dem der Zirkus mehr als anderswo auf der Welt seine ursprüngliche Funktion behalten hat.
zu unterhalten. Der kubanische Zirkus beginnt gerade erst, sich der Welt zu öffnen. Doch er ist bereits eine feste internationale Größe. Seine Artisten werden sicher noch viele Preise gewinnen und Menschen aus aller Welt zum Staunen bringen. Das war zu viel. Nicht drehen. Entschuldigung. I'm listening, eh? You see? Solo.